Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge How to Platoon. Heute von und mit Steini, aka die UM-Fotze. Den Spitznamen hat er sich auch redlich verdient. An die Arbeit, aka der andere Bot von der Stronken Army. And last but not least, Ullmann, aka Ullmann. Nach diesem absolut epischen Intro heiße ich euch herzlich willkommen zur 6. Folge How to Platoon. Die 5. Folge ist schon eine Weile her, 209. Ich geb's zu, sorry dafür. Aber manchmal ergibt sich das einfach nicht so schnell. Deswegen jetzt hier nach einem halben Jahr mal wieder eine Runde von uns dreien. Zeigt uns in einem 9er Gefecht auf Westfield. Und wir haben uns aufgeteilt auf drei Panzer. Und zwar steht Steini im Patton, Ullmann im T55A und ich in der FV3805, britische 9er Arti. Dreierzug T55A einfach deshalb nicht, weil Steini und ich das Ding noch nicht haben, weil wir einfach zu behindert sind, diese Kackmission zu machen. Bei How to Platoon versuche ich euch ja immer weiß zu machen, dass ich dieses Spiel verstanden hätte und dass man dazu drin was reißen könnte, aber eigentlich ist es ja nur eine Aneinanderreihung von Replays, wo uns der RNG nicht komplett gefickt hat. Ja, und ich werde es einfach weiter probieren, euch das weiß zu machen, dass ich dieses Spiel hier verstanden habe. Ullmann geht ja zu Beginn gleich mal in den typischen Spotterbush, um die gegnerischen Panzer, die auf der Nunnerlinie langfahren wollen, direkt mal aufzumachen. Und Steini zieht einfach nur auf der Nunnerlinie durch bis zum nächsten Hügel, um dort mit seinem Turm zu arbeiten. Das lässt sich mit dem Patton dort eigentlich richtig, richtig geil machen. Und ich versuche währenddessen mit meiner Arti mal irgendeinen Heavy zu treffen. Und in letzter Zeit ist das echt richtig mies, was diese Arti hier abliefert. Egal, weiter geht's hier bei Steini. Der hat jetzt hier einen sehr aggressiven T55A vor sich. Und einen Patton noch dahinter. Da muss er echt jetzt richtig gut mit seinem Turm arbeiten, aber das macht er ja richtig geil. Über die Ridgeline kannst du mit dem Patton einfach alles machen. Wenn du halt die Gun Depression hier an dieser Stelle hast, dann kannst du halt einfach rüber pieken, haust den Gegner eine rein und piekst wieder zurück und hast dann noch den Vorteil, dass sie vielleicht dann deinen Turm abwallen. Der Patton kommt zwar hier durch, aber Steini hat ja schon eine Minute lang diese beiden Medis ja einfach nur aufgehalten. Die hätten ihn einfach nur pushen sollen. Mittlerweile hat Ullmann entschieden, dass er einfach mit rüberkommt. Und Steini da in seiner sehr bedrängten Position da hilft. Und jetzt versuchen einfach beide, soweit es geht, sich auf ein Ziel zu fokussieren, damit das hier schnell ein Two-on-One wird. Aber leider zieht ja Steini nur die Ketten vom T55A, aber Ullmann snipert ihn da schön durch die Turmluke. Nachdem auch der Patton hier fast tot ist, kommt der Centurion 1 von den Gegnern endlich mal aus seinem Loch gekrochen und denkt sich wahrscheinlich, den Patton muss ich jetzt erstmal zeigen, wie man das macht hier. Und all die zur Unterstützung und schießt den Steini gleich mal stolz in die Schnauze. Aber Patton ist hinüber. Centurion 1 kann ich nicht leiden, deshalb schieße ich mit meiner Arti auch direkt mal drauf. Steini trifft hier leider den Turm nicht. Aber der sollte hier gleich Geschichte sein. Einmal kurz über die Ridgeline Repeat, da hat eh geschossen. Zwei Schuss in die Schnauze. Und der WZ111 ist der Meinung, den kann ich leechen. Strong Player. So, nachdem wir die Medis hier von ihrem tristen Dasein auf dieser Map erlöst haben, fällt auf, dass mal wieder der Norden verliert. Unsere Heavys sind mal wieder zu dumm, den Norden zu gewinnen. Deswegen orientiert sich Steini schon mal nach rechts, versucht dort über die Ridgeline aus dem Süden zu supporten und Ullmann versucht einfach im Hintergrund zu snipern. Die T55A-Kanone bietet sich ja dafür an. Und er hat eh so viel HP verloren jetzt hier bei diesem Midi-Fight, dass er jetzt ein bisschen vorsichtig machen muss und sich deswegen ein bisschen zurückhält. Also erstmal kurz abwarten, ob Steini oben was spottet oder vielleicht der WZ111. Der dort einfach die K-Linie stumpf runterrammelt. Siehe da, WZ findet Lorraine und er macht einen High Road gleich mal drauf. Und wie auch immer, Lorraine verschwindet wieder aus seinem Sichtkreis. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob Steini hier was an dieser Ridgeline machen kann. Kann da der Deuce schon mal einen ins Gesicht geben. Geht dabei nicht mal auf, idealerweise. Kann aber nicht so hoch biegen, weil er muss ja aufpassen, dass niemand ihn beschießen kann. Jetzt geht er nämlich auf. Trifft leider hier die Lorraine nicht.
Und da ich Schildkröten genauso wenig leiden kann wie Steini, gibt's da gleich mal eine ins Gesicht. Schön hinten auf dem Motorblock. Gibt's auch gleich mal ein kleines Feuerchen. Und Steini kümmert sich einfach über das übrig gebliebene. Schön die Verteuse und den T32 bearbeiten. Ist er wieder gekurvat. Haut ja den T32 noch einen ins Gesicht. Ich hau die ISO weg. Ullmann ist währenddessen auf dem Weg zurück. Ich habe ihm das schon rechtzeitig gesagt, dass ich seine Hilfe brauchen werde, weil der E75 wohl der Übel hier stumpf die A-Linie runterrommeln wird. Das traue ich dem einfach zu. Und deswegen versucht Ullmann hier gleich mal einen in die Seite zu geben, aber der Schuss landet irgendwo im Nirvana. Was weiß ich, wo der hingegangen ist. Hat jetzt auf Heat umgeladen und versucht ihn zu killen. Und der war mal sauschlecht. Sowas von daneben gezielt. Und hier musste ich einfach mal 10 Sekunden überbrücken. Deswegen seht ihr hier einfach mal, wie der Stein in den T30 in der untere Wanne schießt. Echt strong. Und ich hau den E75 halt selber weg. So, wir haben aber gar nicht so viel Zeit, um über den Ullmann zu lästern. Denn ab jetzt ist hier 3 gegen 6 angesagt. Und der T30 hier sieht aus, als würde er Steini rommeln. Und deswegen macht Steini das einzig Richtige in dieser Situation. Er trackt den T30 und Ullmann schießt den gleich mal ein paar Heatschellen in die Seite. Weil Rich Bitch is rich. Deswegen kann er das einfach. Und jetzt versucht der T30 den Steini zu rammen. Und der macht das aber hier richtig, richtig gut in dieser Situation. Nutzt seine Geschwindigkeit aus und die Trägheit des T30. Um da den Jagdpanzer rauszunehmen, bevor er nachgeladen hat. Aber jetzt kommt auch schon wieder die Tortoise. Und da geht auch der T32 auf. Das wird jetzt richtig knapp für Steini. Aber Ullmann macht ja das einzig Richtige und fokussiert den T32 mit raus. Ich kann hier die Tortoise splashen. Und Ullmann hat jetzt hier auf den Serviertablett diesen Jagdpanzer. Aus 3 gegen 6 macht 3 gegen 3 in einer Minute. Durch gutes Zusammenspiel konnten wir die drei hier rausnehmen, ohne dass einer von uns gestorben ist. Das macht jetzt die Sache in der Hinsicht einfacher, dass wir hier wirklich 3 gegen 3 jetzt spielen. Der Vorteil für uns wird jetzt sein, dass wir 2 Medis und einer Arti sind. Der Gegner hat einen Heavy, einen Jagdpanzer und eine Arti, damit nichts, was wirklich weit sehen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wohl einer von den beiden hier von mir, entweder Steini oder Ullmann, die entspiegelte Optik drin hat. Selbst wenn nicht, hat Steini mit seinem Petten trotzdem genug Sichtweite, um die Gegner aufzumachen, weit bevor er gesehen wird. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir hier die Gegner spotten können, ohne dass wir selber aufgemacht werden. Kann aber auch sein, dass World of Tanks einfach der Meinung ist, dass wir uns ficken sollten und deswegen die Gegner irgendwo lang schicken, wo wir sie nicht erwarten und die uns da in die Schnauze hauen. So läuft das meistens bei Wargaming, aber vielleicht hat ja Wargaming kurz mal Erbarmen mit uns. Das wäre eigentlich auch mal ganz gut. Das Gefecht ist bisher ziemlich gut für uns gelaufen. Wäre jetzt eigentlich untypisch, wenn wir das gewinnen würden. Und siehe da, da kommt eine Lorraine angejolot, völlig retarded. Und zack, da gibt's einen Lachschad in die Schnauze. Hast du jetzt davon, dass du zu mir kommst, du Bastard. Ja, der Schuss hätte genauso gut hinten an die Wand gehen können. Aber, keine Ahnung, vielleicht war Wargaming gerade nicht am Platz. Und hat jetzt nicht auf die YOLO-Taste gedrückt. Deswegen habe ich da mal kurz den Lachschad getroffen. Steini versucht jetzt derweil irgendwas zu spotten. Hier wurde kurz gesagt, dass Ullmann mehr HP hat momentan, dass er spotten gehen soll. Und dass sich Steini diesmal zurückhält, einfach damit Steini nach aus dem Hintergrund was machen kann. Beziehungsweise vielleicht sieht ja Steini übers Feld mit seiner Sichtweite noch ein bisschen mehr. Ullmann kann dann über die Ridgeline oben gucken, ob er im Norden was sieht. Mal sehen, ob wir irgendwo die IS-3 oder den Jagdtiger herkriegen. Und siehe da, Jagdtiger jolot mitten übers Feld, weil er Swag hat und kriegt vom Steini gleich mal instant in die Schnauze und er geht natürlich auf, wie dann auch sonst. Strong Spotter Jagdtigu. Ja, und warum auch immer, ich treffe einen Panzer direkt, das ist schon mal erstens in diesem Spiel, die Premiere sozusagen. Ich glaube, ich habe überhaupt keinen, na gut, die Lorraine. Aber die Lorraine, wie will man die aus 5 Metern verfehlen, ne? Das ist ziemlich schwierig. Deswegen zählt die nicht.
Aber ich glaube, der Jagdtiger war der erste Panzer hier in diesem Gefecht, den ich direkt getroffen habe. Aber wenn man so ein Gefecht hat, dann muss das natürlich am Ende dann auch noch laufen. Das ganze Gefecht triffst du nicht einen Gegner und dann one-shottest du einen 1300 Jagdtiger. Das muss natürlich dann so laufen, weil wahrscheinlich Wargaming dann der Meinung ist, naja, das Spiel soll ja auch den Spielern noch ein bisschen Spaß machen. Also machen wir mal ein Gefecht, wo ein bisschen was reißt und dann gibt's mal wieder 20 Gefechte hinten ran, wo er richtig auf den Sack kriegt. Das macht doch Spaß. Na? Macht's wohl nicht, oder was? Also gewinnen wir hier wie auch immer dieses Gefecht mit 10 Kills und wir schauen uns jetzt mal die Statistiken an, was hier jeder Einzelne gerissen hat. So, wir schauen uns jetzt mal die Endergebnisse an und zwar aus Steinis Sicht, einfach deshalb, weil Steini hier statistikmäßig am meisten Schaden gemacht hat und wahrscheinlich auch den meisten Beitrag wieder mal in diesem Gefecht gemacht hat. Deswegen das Ganze hier aus Steinis Sicht, das sind seine Endergebnisse, er hat Panzer ausgemacht, paar nette sinnlose Medaillen, Großkaliber und Unterstützer. Wenn wir hier mal nach Schaden sortieren, dann sind wir drei ganz oben. Steini 6400 knapp Schaden gemacht, ich knapp über 4,1. Ullmann immerhin 2,5. Dafür am meisten Kills, ich 4 Kills, Steini 1 Kill. Das macht eine nette Auswertung. Ich habe wieder mal vergessen, dass VLT Replays hier die ganzen sinnlosen Medaillen wieder mit aufführt. Ich dachte jetzt hier haben alle übste Strong Player und so. Aber das sieht hier wohl nicht danach aus. Das war sozusagen unser How to Platoon Folge Nummer 6. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr dieses Video gerne liken. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ihr könnt es aber auch sein lassen. Ich mache das jetzt hier nicht, damit ich hier Millionen Abos kriege. Wenn aber doch, dann bin ich hier der fameste YouTuber auf Erden. Ich bedanke mich auf alle Fälle erstmal fürs Zuschauen, egal ob freiwillig, unfreiwillig, ob es euch gefallen hat oder ob es euch nicht gefallen wird. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge wiedersehen, auch wenn die wieder wahrscheinlich so ewig dauern wird, weil einfach wir zu schlecht sind. Deswegen wird die nächste Folge wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinschaltet und wir sehen uns bald. Haut rein!